Hallo zusammen, guten Morgen, guten Abend. In heutiges Video, ich zeige euch eine Nervmobilisierung für die Nervus trigeminus. Und die Nerv ist innerviert oder steuert die Muskeln in unserem Gesicht, für die Kiefergelenk, die Muskeln, die aktiv sind, wenn wir kauen. Und viele Leute haben Beschwerden, Spannung in den Nacken, Kopf, Kiefergelenkbereich. Die Übung könnte euch helfen. Aber zuerst eure Entertainment of the Day. Ganz erst mit ein paar Tests. Ihr könnt auch eure Kiefergelenk checken. So, meine klickt ein bisschen. Und die Spannung generell beobachten. Okay, so wenn wir möchten die rechte Seite mobilisieren, erst ein Doppelkinn machen, Kopf leicht nach vorne neigen. Wir versuchen von die obere Hals Wirbel zu beugen. Okay, so nicht ganz unten, so von dem oberen Teil von unserer Halswirbelsäule. Doppelkinn nach vorne beugen. Und jetzt drehen wir nach links, aber von dem oberen Teil von der Wirbelsäule nochmal. Okay, nicht so weit nach unten, dass wir versuchen, unsere Ohren zum Schulter zu bringen, aber nur eine leichte Drehung nach links. So. Und jetzt den Kiefergelenk nach links schieben, okay? So, nach links gleiten. Und von hier, ihr dreht den Kopf ein bisschen, bis ihr eine leichte Dehnung hier irgendwo spürt, okay? Es ist nicht sehr intensiv, die Dehnung, okay? So, nochmal. Doppelkinn, links drehen, Kiefergelenk nach links gleiten. Kopf ein bisschen drehen und jetzt neigen den Kopf. So, okay? Ihr solltet nicht viel in den oberen Trapezius spüren, okay? Versucht die Mobilisierung in den Gesichtsbereich zu isolieren. So, we're gonna try one more time, okay? Leicht Doppelkinn. Vorne beugen, links neigen, Kiefergelenk nach links gleiten, Kopf leicht nach rechts drehen und jetzt neigen. Great, I know it's not the sexiest looking exercise. So jetzt check nochmal. Okay, so wir versuchen auf die linke Seite jetzt. Alright? So nochmal, die zwei ersten Schritte sind gleich. Obere Nacken beugen, Doppelkinn halten, Kopf nach rechts drehen jetzt. Oder neigen, Entschuldigung. So. Und Kiefergelenk nach rechts gleiten. Und nochmal neigen. Diese kleine Neigenübung. Bewegung. So, ich muss für die Seite meinen Kopf ein bisschen weiter links drehen. Und du spürst just a light tug. It's not ein leichter Zug nur. Just very gentle. Okay, nochmal. Doppelkinn. Obere Wirbelsäulenneigung nach vorne. Nach rechts neigen. Kiefergelenk nach rechts gleiten. Und nochmal kleine Neigungsbewegung. Oh, Kopf nach links drehen. Gut. Okay, und jetzt wieder rechecken. So, you want to repeat the exercise, entweder links oder rechts, auf der Seite, on the side that brought you more
positive results in your tests. Okay, I hope that helps you a little bit. Ich hoffe, das hilft ein bisschen, die Kopfverspannung, Nackenverspannung, Kiefergelenkverspannung ein bisschen zu lindern. Okay, see you guys soon.